Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich die Taste zum Motor starten. Einfach aufs Gas gehen. Alles klar. Gut. Und wir machen jetzt hier weiter und müssen oder wollen quasi unsere Werkstatt finden. Ich glaube, ich hatte nicht die Strecke schon. Nee, warte mal, wo ist unsere Werkstatt? Wir stehen ja hier, da müssen wir hin. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Ich glaube, der Weg würde hier ein bisschen merkwürdig führen. Wir gucken mal bis zu dieser Kreuzung, wie das denn hier weitergeht. Ich vermute einfach, dass wir in die Richtung mal abbiegen werden und dann mal dort weiterfahren. Alles klar. Gut, dann Karte aus, reinstiegen in, also Handbremse lösen und auf geht's. Über unsere neu gebaute Brücke, die wir ja in der letzten Folge hier mit Material versorgt haben, damit dann hier wieder instens wieder der Verkehr laufen kann. Hoppala, Entschuldigung. Nicht ganz uneigennützig natürlich. Wir wollen natürlich auch dort drüber fahren. So. Na, guck mal, hier geht es doch schon mal ganz gut durch. Das sieht doch schon mal ganz fein aus hier. Wir müssen natürlich aber mit dem kleinen süßen Wagen nachher noch durch die Gegend fahren. Den Mausfeil mache ich mal beiseite. Hier ist ein Wind unten. So, ich werde mich mal gucken. Na, was ist los, mein Kleiner? Fahre ich hier nicht fest. Geil, ist auf welcher Straße. Hat auch einer hier einfach so den Asphalt weggefräst, ne? So, unser Ziel ist in 56 Metern. Auf der Seite liegend. Na gut, können wir schon noch hin. So. Begib dich zur Werkstatt. Was hier alles so am Rand ist. Im Übrigen steht ein Tipp drin, dass die Truckreifen nicht für Geschwindigkeiten größer von 120 geeignet sind. Das finde ich mal ganz lustig, aber ich denke mal, ich glaube, lieber hier 120 mit dem LKW auf der Straße fahren. Glaube ich. Puh. Keine Ahnung, welches Tempo wir jetzt hier drauf haben. Sehen wir das irgendwo? 15? Laut dem Tacho da unten. Puh. Das könnte jetzt schon spannend werden hier. Oh ne, gut. Dann ein harter Untergrund zu sein. Okay. So. Warum hier? So, da ist unsere Werkstatt. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Sehr, sehr umfangreich. Oh, jetzt bin ich auf die Leertaste gekommen. Fahren wir hier mal drauf. Guck mal, da steht ein LKW-Anhänger rum. Ah ja, Werkstatt entdeckt. Du hast die erste Werkstatt entdeckt. Was du bisher gemeistert hast, bildet den Kern des Spiels. Region erkunden, Wachtürme entdecken, Aufträge erfüllen. Die Belohnung zu erhalten, Werkstätte finden und Fahrzeug optimieren oder neu kaufen. Okay. Also geh dort hinein. So. Also, wir haben hier erstmal da stehen in der Verhänger rum. Ist das meine Garage hier mit den Hängern noch? Könnte sein, ne? Na, weiß man nicht. Vielleicht ist das ja schon meine Anhänger. Vielleicht besitze ich die ja schon. Das ist eben meine Werkstatt ist hier. So, da gibt es irgendeine Belohnung. Neuen Truck entdeckt, den Fleetstar F2070A. Upgrade-Standort entdeckt. Aha. Also dort haben wir. Habe ich jetzt ein Upgrade gekriegt? Guck mal, ich kann da sogar so rausgucken hier. Geile Mart. So. Okay, also wir sollen aber erstmal in die Werkstatt fahren. So, Auftrag beendet. 200 EP gibt's, Werkstatt entdeckt. Und $850. Wir hauen mal die Handbremse rein. Kann ich eigentlich den Motor ausschalten? Achso, den kann ich hier ausschalten, ne? In dem. Quark, da wurde ich ihn jetzt hingekommen. Profil. Ah ja, mein Profil. Das bin ich. Ich habe 400 von 1000 Punkten. Bin, glaube ich, Stufe 2 dadurch. Habe 8850 an Geld. Fahrzeuge gefunden, 3 von 8. Wachtürme freigeschaltet, 1 von 26. Abgezeuge geschalten, 0 von 21. Mission beendet, 4 von 82. Fahrzeuge in Besitz. Zahlung erhalten. Kilometerstand. Ach ja. 5000 Kilometer habe ich schon gefahren, bin ich schon gefahren, okay. Aufträge haben wir hier einige, okay.
Ah ja. Sind das nur die Aufträge auf dieser Karte hier? Interessant. Werkzeuglieferung. Black River. Black River. Was ist das hier? Dumpslot Island? Hm, sagt mir nichts. Gut. Ah, Michigan. Ah, guck mal hier. Alaska haben wir denn noch. Und Tamiya haben wir noch. Und von allen haben wir 2%. Na gut, okay. Wettkämpfe gibt es anscheinend auch. Aufgaben, Erfolge haben wir. Naja, noch keine. Gut, dann gehen wir mal mit Escape hier raus wieder. Dann nehmen wir Auftrag beendet. Das nehmen wir natürlich an. So. Gut. Welche Taste waren das mit dem? Begib dich in deine Werkstatt, muss ich jetzt. Funktionen, genau. Motor abstellen ist hier. Oder? So. Gut, dann gehen wir jetzt aber in die Werkstatt. So, jetzt sind wir in der Werkstatt und was können wir hier machen? In der Werkstatt kannst du deine Fahrzeuge abstellen, aufwerten, individuell gestalten, kaufen, verkaufen oder andere Regionen reisen. Du musst eine Werkstatt am Standort finden und freischalten, um sie nutzen zu können. Nicht jeder Standort verfügt über eine Werkstatt. Merkt ihr also, wo sich die nächste befindet. Okay. Reisen. Du musst nicht erst alles in einem aktuellen Standort freischalten, um dich in die nächste, zum nächsten zu begeben. Viele interessante Trucks und Ressourcen können auch in anderen Regionen gefunden werden. Also, lass uns auf Reisen gehen. Bereite deinen Truck für den Transport mit Hilfe der Abstellenfunktion vor. Unternehmen, vergesse nicht die bekannten Gebiete zu erkunden, Wachtürme zu entdecken. Ja. So, was kann ich jetzt hier machen? Trucklager. Aktiver Truck. Ja, das ist der links hier, der verfügbare Truck aus dem DLC. Okay, und jetzt kann ich den hier. Abstellen. Ah ja, jetzt habe ich den hier abgestellt. Okay. Und jetzt? Muss ich wieder hier raus? Nein. Ach, ich soll nach Alaska reisen. Ah ja, okay. Ja gut, dann reisen wir nach Alaska. So, Nordhafen Werkstatt. Ja, da wollen wir hinreisen. Wenn es denn sein muss. Aber ich würde gerne erstmal in Michigan ein bisschen was machen. Sie ist leer, weil der Wagen noch im Trucklager befindet. Begib dich dorthin und finde heraus, wie alles funktioniert. So, wir sollen zum Trucklager jetzt hingehen. Dann haben wir hier den Truck. Du kannst dann abgestellten Lager abholen. Okay. Also hier ist er. Dann kann ich jetzt einsetzen klicken. Okay. Zurück. So, jetzt ist dieser Truck hier. Und jetzt? War's das? Lokale Garde. Vergiss nicht, durch das Drücken der Navigationspunkte können wir da erstellen. Okay, du kannst deine Route mit beliebigen Zielen markieren. Ja, und jetzt? Bin ich hier. Okay. Hier ist ein Logistikstützpunkt. Schließen. Verlassen. Ah ja, willkommen Alaska, du hast jetzt die Spielgrundlagen und bist frei, die Welt zu erkunden, Aufträge anzunehmen, Trucks umzurüsten, neue Trucks zu kaufen, die Wildnis zu erobern. Der Abschluss von Aufträgen in Alaska kann wegen des Wetters ziemlich schwierig sein. Wenn du dich besser vorbereiten willst, kannst du zurück nach Michigan und die Alaska für später vornehmen. Denk daran, unbekannte Gebiete zu erkunden, Wachtürme zu entdecken und die Aufträge mit im Kartenmenü anzunehmen. Gut, also. Hier gibt es mehrere Aufgaben sicherlich. Die sehen wir hier oben. Dann haben wir hier Blackbird, Morrison Mining. Okay. So, Pipeline-Bau. Was wollen die? Pipeline-Bau ist betriebsbereit. 2 Tonnen Ersatzteile. Aha. Das klingt erstmal nicht schlecht. 2-mal Ersatzteile fahren, da hinbringen. Das sollten wir doch hinkriegen. Machen wir das mal. So. Okay, dann haben wir jetzt den Pipeline-Bau angenommen. Dann muss ich jetzt also da aufladen. Gut, dann müssen wir dann erstmal gucken hier, dass wir hier irgendwie da hinkommen. So. Warte mal. Da rausfahren, hier rumfahren. Naja, wir müssen uns ein bisschen angucken. Und dann müssen wir nachher da hin. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, begeben wir uns mal dorthin. Starten wir den Motor. Schaden anzeigen. Einfach werden. Genau. So. Handbremse los. Achso. Das Menü noch schließen.
Und dann können wir los. Auf geht's nach Alaska. Hier könnte es ein bisschen glatt sein. Anhängershop. Was ist der Anhängershop? Du kannst aufdrehen. Ah, noch aufdrehen kann ich Anhänger noch dazu kaufen. Aber ich muss ja erstmal einen Truck haben, der den Anhänger auch ziehen kann. Ne? So. Gut, da, wo ist denn da der Punkt? Oh, warte. Ich muss mir die Tastatur verpassen. Hinten will ich jetzt. Wollte ich eigentlich rausfahren. Okay, gut, dann fahren wir mal hin. Ist ja kein Problem. So, Roms Eck hier. Ah ja, da ist meine Werkstatt. Okay. Okay. Da ist er schon mal ein Stückchen gerutscht, der Kleine. Ein bisschen nach vorne geschlittert sind wir da mit dem LKW. Na? Ich glaube, wir müssen mal Schneeketten dran machen oder so hier. Jetzt endlich unter. Vielleicht müssen wir Winterreifen kaufen. Als Upgrade-Möglichkeit. Hoppala, als Upgrade-Möglichkeit. So, dann fahren wir hier mal weiter. Wolfgrip. Wolfgrip klingt gut. Hier gibt es auch einen Auftrag irgendwie. Anscheinend. Und da gibt es auch die Fracht. So. Okay. So, wir sind da angekommen. Jetzt wollte ich ganz gerne. Hallo? Also, Frachtverwaltung. Automatisch beladen, automatisch beladen. Schließen. Und dann geht's ab wieder zurück. Dann müssen wir ja jetzt dorthin zum. Aber da. Nee, die Tastatur ist gestrichelt. Gerade unterhalb vom Lenkrad. Ja, nicht, dass wir den jetzt hier im Office besuchen. Storage One. Ah, hier verschiedene Storages. Okay, da gibt es einen Auftrag. Aber den lassen wir erstmal links liegen. Wir haben ja einen gerade. Ich will nicht jetzt 20.000 Aufträge machen. So. Dann gucken wir mal auf die Karte. Ah ja, da haben wir ja schon einiges erkundet. Das sieht ja schon ganz gut aus. Guck mal, hier ist ein Türmchen. Ist gar nicht so weit weg. Vielleicht kommen wir da noch hin. So, wir müssen hier in. Manchmal verstehe ich das nicht, wann die Dinger kommen. So, wir müssen hier entlang. Da habe ich doch gar nicht hingeklickt. Hallo? So, da entlang. Hier entlang. So, und dann kommen wir da hinten schon irgendwann an. Da müssen wir hin. Gut, dann auf sie mit Gebrüll, würde ich sagen. Schöne Truck erfährt, ganz gut. Ich habe auch einen dicken Pullover an hier. So wie da unten die Arme mal aussehen. So. Dann können wir erstmal das gehen. 35 Meilen pro Stunde dürfen wir hier fahren. Aktuell die genauen Kilometeranzeige haben wir nicht, ne? Also wir haben unten eine Drehzahlanzeige und eigentlich auch ein Tacho, aber da kriegen wir nicht über 15 Meilen pro Stunde, wenn wir weg hier mit dem Truck. Ich dachte, das sieht ein bisschen schneller aus. Aber 15 Meilen pro Stunde sind, muss es mal 1,6 rechnen, glaube ich. Ne? Na gut, sind 25 km/h ungefähr. Ein bisschen rutschig ist das hier. Also da müssen wir mal vielleicht doch noch an der einen oder anderen Stelle vielleicht gucken, dass wir da mal ein paar Winterreifen kriegen. Oder ein bisschen was mit Spikes oder vielleicht ein bisschen weniger Druck in den Reifen, ein paar Longräder oder so. Wie sieht es denn hier aus? Eieiei. Okay, dann nehmen wir den Nassgang. Aber das haben wir nicht. Oha. Muss uns hier schon durchquälen. Hier. Aber da vorne ist gleich wieder Straße, so wie das aussieht. Zumindest ist es ein bisschen fester vom Untergrund aus. So, jo, geht weiter. Alles klar, okay, gut. Na dann, wollen wir mal. So, schön.
Haben wir ja einen anderen Truck noch freigeschalten. Vielleicht können wir die mit dem ja schon ein bisschen mehr machen. So, hier sieht es erstmal aus wie Mops und Mulle. Aber hier ist unser Auftrag auch beendet. Hand uns rein. So, Pipeline-Bau. Wir wollen das bitte schön entladen. Und ach, gucke an, da ist das fertig. Und wir haben 1400 Dollar verdient und 140 Punkte gekriegt. Müssen wir natürlich mal in die Außenansicht gehen, wie das jetzt hier aussieht. Oh, das sieht doch sehr schön aus. Kann ich hier irgendwie... Achso, Kamera drehen geht so. Sehr schön. Pipeline-Bau in Alaska. So soll es aussehen. Wir fahren da mal drunter. So, Bremse. So fürs Foto. Hey! Bleib mal da stehen. So. Weiter rausscrollen kann ich leider nicht. Egal. Pipeline bauen in Alaska. Ich denke, das sollte ein sehr schönes Abschlussbild sein. Wir fahren jetzt noch zurück zur Werkstatt. Ich stelle den Wagen jetzt erstmal in die Werkstatt und dann gucken wir, oder wir gucken mal, was es für Aufträge gibt. Aber dann fahren wir trotzdem erstmal zurück in die Werkstatt. Ich will eigentlich erstmal noch in Michigan ein bisschen was machen. Dort alles freischalten, beziehungsweise mit den LKW dort holen, die ich da habe. Den konnte ich mir nur noch nicht in die Garage stellen und das würde ich ganz gerne haben eigentlich. Weil, ja, ein LKW mehr haben ist natürlich besser als ein weniger, ne? Und vielleicht kann der ja mehr als dieses Ding hier. Vielleicht hat er ja einen Allradantrieb und sowas. Oder wir können ja mal gucken, ob wir den individualisieren können und vielleicht einen Allradantrieb hier einbauen können. Oder wir müssen ihn erst irgendwo finden. Das kann natürlich auch sein, dass es den für den gar nicht gibt hier. So, schießen wir jetzt irgendwie hier durch. Ah ja. Das ist wirklich auch leer ein Problem hier mit ihm. Da muss man ihn mal langsam wieder durchziehen lassen. Hier am Lastgang. Wie sieht denn das eigentlich aus hier von außen? Lastgang. Okay. Es scheint so ein Differentialsperren zu geben oder so. Jetzt kommen wir hier schon gar nicht mehr vorwärts. Na komm. Schieb an, los. Ja, geht doch. Nee. Moment, dann lege ich hier ein bisschen nach da. Nach da willst du irgendwie. Dann knetst du dich irgendwie durch. Das ist ein Allradantrieb, der wäre schon echt irgendwie cool, ne? Wenn wir ihn haben könnten. Oh, jetzt geht er aber. Jetzt geht er durch hier. Vielleicht noch wieder auf der Straße. Da können wir dann wieder den. Treten, die Automatik reinhauen. Jetzt weiter hier. So, dann können wir jetzt wieder in die Garage reinfahren. Keep clear. So, begib dich in die Garage. Machen wir das doch glatt. So, jetzt gucken wir beim Individualisieren von diesem Fahrzeug mal den GMC, ob wir da was Schönes machen können. Getriebe ausbalanciert. Schaltgetriebe, Offroad-Getriebe. Das gibt's in Michigan. Das gibt's in Alaska. Also, nee, ein Schnellgetriebe, nicht Schaltgetriebe. Okay. Also das Offroad-Getriebe gibt's in Michigan irgendwo zu finden. Da müssen wir nochmal hin. So, Federung haben wir hier, die erhöhte, die gibt's auch in Michigan, die USA zu finden. Reifen haben wir hier unterschiedliche. Das ist 43 Zoll UHD. Was heißt denn UHD? Ultra High Definition? Gibt's auch noch mit 47 Zoll, das ist ein bisschen hochbeiniger. Die Frage, ob die sich besser durch Dreck durchwühlen oder nicht. Ach, ich habe ein anderes Profil bloß. Okay, was ist das für ein Profil? Das ist das Profil, das ist das Profil. Ah, okay. Gut, Winde haben wir keine drin. Da haben wir die Standardwinde Medium, Langwinde Medium. Okay. Müssen wir auch irgendwo freischalten. Gibt's in Freischalten Rang 8. Okay. Freischalten Rang 16, Freischalten Rang 12. Na gut, da haben wir noch ein bisschen was. Differentialsperre freigeschaltet ist drin. Standard ist in Michigan zu finden, also wir müssen unbedingt nach Michigan. Das Ersatzrad können wir nicht mitnehmen, brauchen wir schnell. Schnorchel, ein Schnorchel können wir anbauen, anders ist ja für die Bartiefe wichtig. So, und hier mal ein paar Aufbauten und da gibt es hier dann sozusagen ein Vibro-seismisches Modul, was soll das sein? Spezialausrüstung zur Abtastung des Bodens unterhalb des Fahrzeuges nach Straßenschienen, Löchern, Mineralien, anderen Ressourcen. Keine Ahnung, wozu man das braucht. So, eine Sattelkupplung können wir noch anbauen, dass wir irgendwo einen Sattel abschleppen können.
Ah ja, hier haben wir dann mit Kahn dran. Ach, hier können wir dann sozusagen... Ah, da können wir dann selber. Ah, ja. Könnte ja vielleicht Geld bringen oder so, ich weiß es nicht. So, gut, aber... Ich habe jetzt hier erstmal kein Allrad und ich möchte bei dem anderen LKW, der noch ein bisschen rumsteht, gucken, ob der Allrad hat. Oder nicht. So, was gibt's hier noch? Ach, hier gibt es dann noch ein bisschen Anbauten. Vorderseite. Hunger, Sonnenschutz. Aha. Dach. Naja, das ist mir erstmal nicht so wichtig. Ich würde sagen, den stellen wir uns dann mal ins Trucklager. Abstellen. Und dann fahren wir nochmal schnell zurück nach Michigan. Ne, das war hier globale Karte. Michigan, Black River. Da geht es nochmal wieder hin zu unserer Werkstatt. Hast du eine Tankstelle entdeckt? Ja, nee, das interessiert mich ja weniger. Kann ich jetzt hier nicht einfach die Werkstatt? Reise ich denn nach Michigan? Bin ich da jetzt da oder nicht? Das anklicke? Bin ich denn jetzt da oder nicht? Ah, jetzt. Naja. Gut, also das müssen wir noch ein bisschen gucken, wie wir da hinkommen. Alles klar, gut. Dann haben wir jetzt hier zumindest in Michigan noch ein paar Aufträge. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Wir sind erstmal in der Werkstatt zurück. Haben jetzt hier unser Trucklager. Da werden wir erstmal unseren GMC wieder rausholen. Einsetzen. Ich weiß nicht, ob das Geld kostet jedes Mal. Ich hoffe nicht. Aber ich denke, es sieht nicht so aus. Und dann würde ich sagen, verlassen wir mal die Werkstatt. Und dann werden wir hier noch ein bisschen was machen. Das aber in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.